Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zum ersten Statistikvideo zur vollzogenen energetischen Sektorenkopplung. Heute geht es um zum einen mein Haus. Das sieht man einmal von hier. Das ist Baujahr 66 und wurde in den letzten 8 Jahren von mir energetisch komplett saniert. Außer einer Fassadendämmung hat es alles. Das war die Nordseite, das ist die Südseite. Dann wird es gehen um die PV-Anlage. Da sieht man hier das Süddach mit 7 kW. Hier nochmal Süddach mit knapp 2 kW. Und hier seht ihr nur das flache Carportdach auch mit 7 kW PV. Und es wird gehen um die Wärmepumpe für den Wärmesektor elektrisch und um das Elektroauto. Ja. Das kommt heute auf euch zu. So, dann fangen wir gleich mal an mit dem Elektroauto. Und da gehen wir gleich hier in eine kleine Übersicht. Also wir haben einen Nissan Leaf, den haben wir seit April. Die restliche Auswertung vom Video mache ich jetzt nur für den Oktober für Wärmepumpe und PV. Aber vom Nissan wollte ich euch einmal unsere Gesamtkosten zeigen, die wir das gesamte Jahr hatten. Also seit April haben wir den Nissan. Wir haben 1396 Fahrten seit April gemacht, sind fast 10.000 Kilometer gefahren und haben dafür auch 253 Stunden im Auto gesessen. Aber das Tolle ist, das hat uns also 2178 Kilowattstunden Energie gekostet und wir haben zu 95% aus unserer eigenen PV den Nissan geladen. Und ich habe hier unten nämlich die 7 Cent Einspeisevergütung, die mir verloren geht, angesetzt. Und deshalb hat mich das Auto dieses Jahr an Spritkosten 116 Euro gekostet. Das stimmt aber noch nicht ganz. Deshalb habe ich hier rechts, das ist der Screenshot aus der ENBW-App, wo wir die Ladekarte haben. Und wenn wir mal Touren gemacht haben, die halt weiter weg waren, so dass wir nicht hin und zurück mit einer Tankfüllung fahren konnten. Wir haben übrigens den Nissan mit der 60 Kilowattstunden Batterie, das ist der größte, und haben damit so Pi mal Daumen 350 Kilometer Reichweite. Aber wenn wir zum Beispiel, da fangen wir hier mal ganz unten an, das war meine erste Tour, da war ich in Teisnach, habe mir eine PV-Anlage angeschaut, Video dazu habe ich gemacht, könnt ihr in meinem Kanal anschauen, das war eine 1 Megawatt Peak PV-Anlage. Und da habe ich hier zweimal laden müssen in Teisnach, weil die ersten 20 Euro waren nur auf 80% laden. Ich brauchte aber, um nach Hause zu kommen, mindestens 90%. Also hier habe ich einmal extern geladen für 25 Euro. Das war dann auch teuer. Also es war fast der gesamte Tank voll für 25 Euro, aber man zahlt halt 60 oder 70 Cent am Schnelllader. So, dann von Augsburg nach Nürnberg. Wir waren jetzt inzwischen öfter da. Man schafft es genau zum Tiergarten und zurück, ohne zu tanken. Wir haben aber, als wir dort waren, auch mal getankt, um sicher zu sein. Da haben wir nur das halbe Auto voll getankt. War trotzdem sehr teuer, weil man nach 4 Stunden ja Blockiergebühr zahlt. Und ich wollte natürlich nicht nach 4 Stunden aus dem Zoo raus, ums Auto umzuparken. Und habe mir gedacht, naja, dann zahle ich ein bisschen Geld. Also hier waren, glaube ich, 7 Euro Blockiergebühr dabei. So, und dann waren wir auch mal in Stuttgart. Stuttgart geht nicht ganz von uns. Und da haben wir halt auch für 7 und für 8 Euro geladen, um zurückzukommen. Obwohl in den 7 Euro hier auch wieder 3, 4 Euro Blockiergebühr drin war. Also Pi mal Daumen, hier rechts sehen wir 60 Euro. Hier unten sehen wir 116 Euro. Also wir sind 10.000 Kilometer gefahren. Ganz grob aufgerundet für 200 Euro dieses Jahr. Verglichen mit unserem alten Auto. Ein kleiner VW Polo, Benziner, der 10 Liter oder 9 Liter im Stadtverkehr gebraucht hat. Da komme ich irgendwo auf irgendwas zwischen 1.000 und 1.500 Euro an Spritkosten. Also Auto, ich bin echt begeistert. Ich habe noch ein zweites Auto, meinen Bus. Ja, mit dem fahre ich halt mal in den Baumarkt, um was Großes zu holen. Und ansonsten steht der jetzt nur noch rum. Also E-Auto, es lohnt sich einfach finanziell. So, und da auch, also ich habe keinen neuen gekauft, ich habe einen 3 Jahre alten Leasingrückläufer gekauft, der hat halt 26.000 gekostet, haben wir finanziert, weil wir das Geld auch nicht auf der hohen Kante hatten.
So, E-Auto, super Sache. Dann gehen wir in die PV. So, da schauen wir hier mal ins Fronius Web. Das ist meine Ansicht für den Oktober. Wie gesagt, die Sommermonate sind bei der PV ja langweilig. Da weiß ja niemand, wohin mit dem Strom. Aber im Oktober wird es so langsam interessant. Für die, die den Fronius an sich nicht kennen, machen wir noch einen Tick größer. Ist ganz klar, grau hier oben steht, ist das, was wir ins Netz eingespeist haben. Grün in die Batterie, habe ich vorhin auf den Bildern nicht gezeigt. Wir haben eine 19 Kilowattstunden BYD-Batterie, eine Hochvolt. Und gelb ist das, was direkt verbraucht ist, als es gemacht wurde. So, und da der Oktober jetzt ja wunderbar um ist, sehen wir hier oben auch die Summe 1279 Kilowattstunden, und das war in den 3 Jahren, denen ich die Anlage habe, für mich hier im Süden der beste Oktober. Und ihr seht, es ist also richtig viel Netzeinspeisung dabei. Wir können ja auch mal in den Verbrauch schauen. Zup, jawohl, wunderbar, ausgelockt. Da müssen wir uns nochmal schnell wieder einloggen, auf die Monatsansicht gehen, in den Verbrauch gehen und in den Oktober. So, das war der Verbrauch. Grau ist das Böse aus dem Netz, und ihr seht, eigentlich waren wir autark. Faktisch hatte ich hier mal was. Das war wahrscheinlich E-Auto-Laden, wo ich nicht aufgepasst habe, weil ich das noch nicht automatisiert habe. Das gleiche hier am 21. und ich weiß, am 29. da habe ich die Wärmepumpe zum Testen die ganze Nacht durchlaufen lassen mit voller Power, und das hat gerade nicht gelangt. Wir können ja auch mal in die Jahresansicht sehen, dann sieht man hier eher den Überblick. Also hier die Übersicht im Oktober. Okay, ich habe 17 Kilowattstunden gebraucht. Und wenn wir uns die anderen Monate anschauen, im September 23, August 26. Im Juli hatte ich irgendwie mal auch E-Auto falsch geladen, 37. Im Juni 4, ja. Also ein Monat, wo ich perfekt bin, da habe ich so 4, 5 Kilowattstunden, und das sind einfach die Regelverluste, die der Fronius hat. Schauen wir auch nochmal in die Produktion, um das vergleichen zu können. Hier jetzt vom Oktober die Übersicht. Also noch wunderbare 500 Kilowattstunden ins Netz eingespeist, bei den 1279 Kilowattstunden, die ich erstellt habe. Und wenn wir hier sind, noch den Blick zurück. Letztes Jahr war der Oktober mit 919 Kilowattstunden auch nicht schlecht. Aber ne, wir haben jetzt ja fast nochmal 300 Kilowattstunden mehr. Und das Jahr davor, da hatten wir auch fast an die 1000. Gut. Bleibt aber zu sagen, dass ich auch dieses Jahr im Oktober, wie viel sind es denn? 6, also 3 Kilowatt Peak mehr Leistung habe als die Jahre davor, weil ich die paar Module auf der Südseite noch ergänzt habe. So, ja, PV, ich habe vom Weiß nichts Welt gerade eben aus dem Augenwinkel schon gesehen, das war kein goldener Oktober bei ihm. Also bei mir war es ein goldener Oktober. Super toll, ich war im Endeffekt autark mit Heizen und E-Mobilität. So, das ist natürlich jetzt ab November nicht mehr so. Aber ab November habe ich für die E-Mobilität einen Joker. Ich kann bei meinem Arbeitgeber umsonst laden. Das heißt, das E-Auto wird jetzt ab November einfach auf der Arbeit geladen und nicht mehr zu Hause. Ja, das war eigentlich schon PV. Dann schauen wir jetzt in die Wärmepumpe. Dazu erstmal ein paar Bilder. Das haben wir alles gesehen. So, hier geht's los. Das ist das Bedienpanel von meiner Panasonic Geisha. Und hier unten seht ihr die Anzeige von meinem Wärmemengenzähler. Und die Werte, die ich alle in meiner Statistik habe, sind die vom Wärmemengenzähler. Und ich will hier aber darstellen, was aktuell zwischen der Geisha und dem Wärmemengenzähler nicht passt. Und der Fehler ist in der Geisha. Ihr seht, die Geisha hat hier gerade auf 38 Grad Vorlauf geregelt. Faktisch haben wir aber 40 Grad laut Wärmemengenzähler. Und im Rücklauf sagt sie 35, und der Rücklauf 35,8, der passt besser. Warum ist das bei mir so? Ich habe meine Jesche ja komplett zerpflückt. Schaut euch dazu alle meine anderen Videos an. Und ich bin auch wie immer noch gar nicht ganz damit fertig. Auf jeden Fall.
Ah ja, genau. Das auch noch. Die Energieanzeige aus der Jescha ist bei mir aktuell auch überhaupt nicht mehr irgendwas, was mit der Realität zu tun hat. Ihr seht, die Jescha ist hier der Meinung, 1,8 kW bei realen, vom Wärmemengenzähler gemessenen 3,4 kW. Und ich glaube da auch meinem Wärmemengenzähler, weil die Jescha halt einfach 2 Grad weniger sieht und das ist halt verdammt viel. Daher ist auch die COP-Anzeige in der Jescha hier Schmarrn. Aber ich habe von Anfang an gewusst, dass diese Anzeigen in der Jescha mehr nur so, ja, ein Schätzeisen sind. So. Und durch meinen Umbau wird das natürlich nicht besser, weil Pumpenfließrate auch noch eben 10,8 zu 710 und ich habe jetzt gar keinen Taschenrechner da, also man muss den einen Wert mal 60 nehmen. Wenn man 60 mal 10,8 macht, dann kommt man hier schon bei den 710 Kubikmetern raus. Also die Pumpenfließrate ist zwischen beiden gleich. Das ist schon mal gut und keine Fehlerquelle. So, aber jetzt dazu, warum misst meine Jescha hier falsche Werte gegenüber dem Wärmemengenzähler? Ihr müsst wissen, der Wärmemengenzähler ist jetzt im Haus und die Jescha ist draußen. Und dazwischen sind 10 Meter Rohr. Und der Wärmemengenzähler misst beide Sensoren im Haus. Und die Jescha misst einen draußen, den für den Vorlauf und den. Nein, den für den Rücklauf und den für den Vorlauf misst sie im Haus. Aber, und jetzt kommt's, wer es noch nicht kennt, das hier ist quasi die elektrische Heizpatrone. Die habe ich bei mir jetzt halt im Haus montiert. Und ihr seht hier unten, wir können auch gerne nochmal reinzoomen. Nee, können wir nicht. da steckt der Anlegefühler, der hier in dem Edelstahl schön drin ist. Aber hier ist jetzt halt null Dämmung da drumherum und dadurch verliere ich hier auch wirklich Wärme. Gut, ich heize damit den Kellerraum, der eh warm sein soll. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber faktisch ist, wenn man hier dämmen würde, würde der hier auch schon mal die realere Innentemperatur anzeigen. Weil der Wärmemengenzähler hat einen schönen Temperatursensor, der richtig im Wasserfluss in der Mitte vom Rohr ist. Der ist quasi, ihr seht hier, das hier. Da, ja, also der ist mitten im Rohr drin und misst halt realer, was angeht. So, das ist die eine Stelle. Ihr seht auch hier, dass der Rücklauf, der ist halt auch an der Stelle nicht gedämmt. Und dann, ich habe ja gerade gesagt, 10 Meter. Also hier draußen ist die Wärmepumpe, das ist quasi die Kellerwand. Und ihr seht ja, hier sind noch wunderbar so 2,5 Meter, 28er Rohr. Bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu dämmen. Und da verlieren wir definitiv auch Leistung. Nicht viel, aber ja, es hat einen Einfluss. Daher aktuell, ich verlasse mich auf den Wärmemengenzähler und was die Jescha anzeigt, ist bei mir auf jeden Fall nicht richtig. So, das waren alle Bilder dazu, dass ihr jetzt ein grobes Verständnis habt. Ich habe natürlich auch einen richtigen Stromzähler, von dem habe ich kein Bild gemacht. Das ist bei mir halt der Fronius Smart Meter. Dann lasst uns mal jetzt in die realen Werte schauen. Die habe ich hier für euch. Wer mein letztes Video nicht gesehen hat, hier oben habe ich die Energieberechnung fürs Abtauen. Ihr wisst ja, wenn die Wärmepumpe abtauen will, holt sie sich wieder Wärme aus dem Haus. Und das Problem ist, das ist mein Wärmemengenzähler und alle Wärmemengenzähler messen eigentlich nur in eine Richtung. So wie beim Stromzähler. Ja? Rücklaufsperre heißt das bei den modernen. Und die Wärmemengenzähler hatten das eigentlich schon immer. Und daher misst mein Wärmemengenzähler nicht mit, wenn wieder Wärme aus dem Haus rausgezogen wird. Aber das ist ja faktisch Energie, die ich fürs Abtauen brauche und die ich wieder abziehen muss. Deshalb habe ich dafür die Berechnung gemacht, anhand meines Setups. Da schaut euch auch mein letztes Video zum ersten Heizen im Winter mit der Jesche an. Da habe ich das erklärt, wie ich da drauf gekommen bin. Und deshalb habe ich hier jetzt auch in meiner Tabelle einen Eintrag für Abtauvorgänge und der nutzt dann immer die 237 Wattstunden, die mich ein Abtauvorgang an Energie wieder kosten. So, und wer das vorletzte Video kennt, sieht ja, ich hatte vom 15. bis 16.10., da war es ja wirklich mal eine schöne kalte Nacht, meine Heizperiode gestartet und habe ab da auch angefangen, erst alle Werte aufzuzeichnen. Und ich habe jetzt quasi zum 31.10. am Abend, als die Heizung dann aus war und die PV auch aus war, alle Werte wieder gesammelt und jetzt hier
für euch aufbereitet. So, und was wissen wir jetzt? Und gleich das Wichtigste, hier steht sie. Ich habe, machen wir euch die gleich mal irgendwie gelb, eine Arbeitszahl von 4,5 erreicht in der zweiten Hälfte vom Oktober. Das macht mich glücklich, weil die Wärmepumpe, die ich letztes Jahr hatte, die hätte, ich habe sie im Oktober nicht gemessen, aber die hat bei besten Bedingungen nur eine Arbeitszahl von 3 erreicht. Das war eine alte Technibel, das war eine Baujahr 2009 Wärmepumpe. Damit will ich euch auch nochmal sagen, es gibt halt wirklich hier Quantensprünge in der Effizienz. So, meine Panasonic hat aktuell 4,5 erreicht. In dieser zweiten Hälfte des Oktobers, in der es auch nicht wirklich kalt war, ihr seht es hier, wir hatten nur 9,4 Grad Durchschnittstemperatur. 4,5 ist schön, ist aber nicht das, womit Panasonic Werbung macht. Obwohl, da muss man genauer gucken. Und ich habe mich auch heute früh schon mal mit den ersten Leuten aus dem PV-Forum verglichen. Und da gibt es Leute, die schaffen eine Arbeitszahl von 5 und die haben auch einen Wärmemengenzähler und auch einen Stromzähler. Also die haben wohl auch nicht wirklich falsch gemessen. Und ich habe jetzt auch schon analysiert, warum ich jetzt nur 4,5 habe. Und es gibt multiple Gründe. Zum einen, ich bin jetzt zum Testen im Oktober mit 37 bis 39 Grad im Vorlauf gefahren. Das ist wirklich die gemessene Temperatur vom Wärmemengenzähler. Oder es waren sogar fast eigentlich mal 40 testweise. Und wie der Matthias, liebe Grüße von Energie und Hobby, immer sagt, jedes Grad sind 2,5%. Und mit 37 bis 39 Grad bin ich ja quasi schon sehr warm. Und ich habe andere Leute gesehen, die fahren aktuell mit 28 Grad und die erreichen natürlich bessere Werte. Ich muss hier noch ein bisschen experimentieren. Definitiv brauche ich in meinem Haus noch mehr größere Heizkörper, um auch runterzukommen auf tiefere Temperaturen. Aber ihr hört mich ja immer husten. Also ich bin irgendwie nie so richtig gesund. Daher fahren wir aktuell unser Haus auch eher warm. Sagen wir mal so 21, 22 Grad überall und im Wohnzimmer auch gerne mal 24. Dann aber mit der Splitklima die letzten 2 Grad draufgeheizt. Daher, da muss man noch dran. Aber das macht Sinn. So, das ist der eine Punkt. Das andere ist, ich mache aktuell mein Warmwasser, steht hier auf 55 Grad. Und jetzt in der zweiten Oktoberhälfte habe ich 7-mal mein Warmwasser auf 55 Grad erhitzt. Das ist natürlich auch eine niedrigere Effizienz. Ab November werde ich das Warmwasser komplett extra ausweisen, dass man sieht, wie viel genau da untergeht. Im Oktober hatte ich jetzt den Zähler noch nicht dafür automatisiert abgelesen, um das jetzt auseinanderzuhalten. Ja, dann, was interessiert noch, dass ihr die Tabelle komplett versteht? Heizstab. Im Oktober habe ich auch noch mal es genutzt, wenn zu viel Sonne da war und habe meinen 6 kW Heizstab angeschmissen, der mein Warmwasser halt noch mal einen Tick wärmer gemacht hat, damit es über die nächsten 3 Tage mal hält. Deshalb habe ich halt 32 Kilowattstunden im Heizstab verbraten. Das ist natürlich für die Wärmepumpenberechnung wieder abgezogen, weil das ist ja extra der Heizstab gewesen. So, dann habe ich gerade von der Splitklima erzählt. Das seht ihr auch hier. Die hat im Wohnzimmer mal ein bisschen wärmer gemacht. Deshalb hat die 10,6 Kilowattstunden gebraucht. Die hat natürlich jetzt auch mit der Wärmepumpeneffizienz nichts zu tun. Für die Splitklima kann ich leider den COP nicht ausrechnen, weil mir da auch der Wärmemengenzähler fehlt und weil der da ja auch nicht trivial einzubauen ist in den Kältekreislauf. Ja, dann hier noch die interessanten Werte. Das sind hier quasi die Hours- und Counterwerte von der Panasonic und hier ist gleich die Differenz. So, wer wird es glauben, als ich den ersten Test gemacht habe vom 15. auf 16. Oktober, waren es auch wirklich 24 Stunden, die Pumpe an war, weil sie lief da die ganze Zeit durch, was nicht ganz stimmt. Hier ist wahrscheinlich gerundet worden, weil es gab 12 Verdichterstarts, weil es gab nämlich 6-mal Abtauen. Hier steht nämlich 6-mal Abtauen. Also passt genau zusammen.
Seit dem 16.10. bin ich jetzt auf 211 Betriebsstunden und bin auf 104 Verdichterstarts hoch. Also in dem Zeitraum sind 104 Verdichterstarts gewesen. Das waren 17 Tage. Das ist viel. Das liegt aber daran, Pumpe hat halt immer mal wieder getaktet, weil ich die Wärme im Haus selber nicht wegbekommen habe. Weil, wie gesagt, ich bin noch immer da am Tunen und Ausprobieren. Ich hatte aktuell mit meinem ja doch schon relativ hohen Vorlauf das Delta T zwischen Vor- und Rücklauf auf 4 Grad. Daran habe ich jetzt auch gerade heute früh getunt, habe es jetzt auf 3 gestellt für den November, weil mein Haus mit den Heizkörpern muss die Wärme ja auch loswerden. Und wenn ich jetzt 1 Grad weniger im Rücklauf habe, dann schiebe ich schon den Zeitpunkt weiter raus, an dem die Wärmepumpe ihre Wärme nicht mehr los wird. Schauen wir, das sehen wir dann im November. So, was habe ich euch noch nicht gezeigt? Gehen wir nochmal in die Webansicht auf meine grafische Auswertung. So, hier mal für euch über den gesamten Oktober die Vorlauftemperatur. Und ihr seht nämlich hier wunderbar, hier habe ich warm Wasser gemacht. Da kommen wir hoch auf 57 und dann ist die Pumpe hier gemütlich nur bei 20. Achso, ja, das war Anfang Oktober. Ab wann heizen wir denn hier? Ab dem 50. Ja, wir sehen, hier habe ich sogar zum Testen mal geheizt. Aber meine Messung fängt halt hier ab 15. Oktober an. Und da seht ihr auch, da sind wir hier 36, 35, sowas. Und fürs Warmwasser gehen wir mal hoch. Und ihr seht jetzt immer hier. Und dann habe ich jetzt inzwischen mal wieder hoch auf 37, 38, 39,9. Da hatte ich es dann jetzt einen Tick höher gestellt. Also das ist wunderbar meine Vorlauftemperatur über den gesamten Oktober. Und die Spitzen sind halt immer das Warmwasser machen. Das Warmwasser machen wird aber so sein, längerfristig nehme ich ja meine selbst reparierte Brauchwasser-Wärmepumpe in Betrieb, um hier quasi dann wirklich, ja, die Effizienz von der Wärmepumpe wird dann wirklich nur noch für die Hausheizung sein. Und im Endeffekt haben wir dann ein zweistufiges System, weil die Brauchwasser-Wärmepumpe steht im warmen Kellerraum und nimmt dann da aus der, sagen wir mal, 18 Grad Kellerluft, macht sie dann ja das Brauchwasser warm. Und die 18 Grad im Keller, die entstehen aus der Wärmepumpe, die von draußen das Haus warm macht. Gut, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch alle interessanten Werte liefern, dass ihr selbst mit euren Anlagen vergleichen könnt. Schreibt gerne in die Kommentare, was bei euch so an Effizienz im Oktober war, an Verbrauchswerten und auch an PV-Produktion. Gebt gerne einen Daumen hoch. Und ja, auf einen guten gemeinsamen Winter. Macht's gut.